Danke. Bitte schön. Ja, hier, da. Ist gut. Ich war schon draußen gesehen. Ja, aber es sind wieder Wolken davor. Ich könnte jetzt nochmal versuchen, aber ich habe meine Jacke jetzt nicht vergessen anzuziehen. Ich habe kurze Sachen und das ist alles so bitter. Da war er gerade, warte, wo ist der? Oh, Scheiße, wo ist der? Oh, da ist der, siehst du? Oh, geil. Krass, ey. Das muss ich in Kauf nehmen. Oh, ist das scheiße. Ganz ruhig machen. Meine Mama habe ich mich entschuldigt, weil ich heute Morgen 7:30 nicht aufgewacht bin wegen dem Morgenrot. Mama hat es alleine gesehen. Heute auch bist du lange geschlafen. Heute, Wie geht's denn? wie Wirklich? früh Ich hast du dich heute Morgen hingelegt? glaube nochmal, nachdem wir geschrieben haben, habe ich. Da habe ich direkt Nachdem du geschrieben. die Venus geguckt hast, ja, was dann? Bis um 7 Uhr? Ich habe einfach gepennt. Also, ja, aber wie viel Uhr war das denn heute? Wo hast du überhaupt hingelegt? Erst hast du die Venus angeguckt am Himmel und dann? Oh, ist eine gute Frage. Wann war Bis halb, das? achso, bis halb Da war 7. da, wo du mir geschrieben hast, wo ich ja geschrieben habe, da habe ich es gesehen. Mit der Venus. War das 7:30 gewesen? Kommt hin ungefähr, ja. Dann hast du dich Bei uns quasi. ist immer auch alles Dann hast du bedeckt. quasi gesagt, um 7:15 wieder hingelegt, richtig? So 7 Ungefähr, Uhr. ja, so in der. Und dann bist du um 10 Uhr, 10:30 aufgewacht. 11:38 habe ich den Bus genommen. Ja, aber 10:30 bist du aufgewacht. 10:30 hast du mir geschrieben, richtig? Nee, schon früher. 10 Uhr? Oder So wann in dem bist Dreh, ja, 9 Uhr ungefähr so, du? Achso, ne? 9 Uhr? 8, 9 Uhr bin ich aufgestanden. Hab aber ein bisschen mal bei mir aufgeräumt. Nee, 8:30 hast du mir geschrieben. 8:30 bist du aufgestanden. Ja, irgendwie so um den Dreh. Ach nee, Quatsch, 9:30. 9:30 hast du bist aufgestanden. Du bist 9:30 Das aufgestanden. kann auch sein. Also von heute Morgen. Von 7:15, 7 Uhr hast du dich hingelegt, 7:15, also 6:45, 7:15, 7:15, 6:45, 7 Uhr, Punkt 7 Uhr hast du dich hingelegt, hast geschlafen, bis 39, 9:30, bis 9:30, 39, bis 9:30, heute Morgen 39, bis 39, heute Morgen 9:30, richtig? Meine Mama. Ja. Ja, der war jetzt gerade komplett zu sehen, kannst du ihn fragen, das ist echt klasse, Ja, ey. ich habe gesehen. Scheiß Frost, ey. Ich hasse kalte Nächte. Pff. Ich hasse diese Wolken, wenn die diesen Blick verspüren. Ist dir jetzt besser warm? Ja, es ist mir besser warm. Weißt du, wovon es mir schlecht ist? Es kommt von dieser scheiß Darmstörung, von so einer Störung. Und wenn ich Pech habe. Versuch einfach zwischendurch ein bisschen mehr so zu essen, auch wenn das nur so Naschen ist, dass du Ja, okay. deinen Magen ein bisschen trainierst, da weißt du. Diese Romi-Schokolade, was ist das? Das ist Oh, es kommt eine Schokolade mit Wolkenlücke. Kokos. Schatz, es kommt eine Wolkenlücke. Mama, es kommt eine Wolkenlücke. Ich esse so eine Packung direkt alleine auf. Ich beiß da immer so rein, so. Was ist Romi? Nochmal, ich bin jetzt nicht. Schokolade mit Kokosnuss. Ja, okay, was ist das? Kokos. Soll ich wäre der Sport? So ähnlich, ja. Nur geiler. Ist nicht sehr Gaumenschmaus. Ist Romy eine billige Marke? Nö, ist eine Marke. Teure Marke. Kenne ich nicht, tut mir leid. Scheiße, Alter. Ja, warte mal, ich kann jetzt die Kamera verdunkeln. Warte mal, wenn ich Glück habe. Ah, siehst du. So kann man das auch gut erkennen. Sowas kann man am besten bei Rossmann holen, weißt du? Dann kannst du diesen Oh, da ist der 10% Stern. einkaufen. Scheibenkleister. Scheibenkleister, da ist der Stern. Ja, die Wolken Ach, machen jetzt den Mond 1,49. so hell, dass ich jetzt kaum noch Ja, ich den auch Kreis 1,49, erkennen dann kann. bezahlst du einen Euro oder Ich habe vorher die sowas. ganze Zeit verkehrt gesucht. Ich habe den Mond näher. Ich habe gedacht, da wäre so nah beim Mond, aber es ist ja weiter auseinander, sagt meine Mami. Wenn man das auf dem Bild sieht. Wenn meine Mutter was gesagt hat, ich das so. Wolkenlücke. Ma, wo sehe ich du?
Ich bin jetzt auch nicht mehr laut, sorry. Ich habe Angst, dass es ärgert. Achso, es haben Leute uns beobachtet auf dem Block, obwohl du nicht da warst, aber ich habe nichts dafür gegeben. Alles gut. Nee, komm, hab ich. Fand ich lustig. Ne? Ah, jetzt habe ich den Trick raus. Das heißt, ich kann schlecht kacken. Das ist die Darmstörung. Ich kann schlecht auf Toilette kacken, also groß machen. Es ist halt. Und dann habe ich krankenhaussichtbar Flüssigdarm bekommen. Das war für mich. Also. Wenn man deshalb Flüssigdarm ist, aber nicht so schön, ne? Hm. So sieht man das gar nicht. Aber ich sehe das so besser, weil das ist für den Stern nicht hell genug. Ist ja hell genug, wenn die Wolken verschwinden. Ja. Na toll, im Krankenhaus habe ich 37,4 Fieber bekommen gehabt. Glückwunsch. Habe ich dir schon gesagt, dass ich 69 Kilo wiege? Cool. 69 Kilo? Ja, schön, unsere Waage ist im Arsch. Ich war das letzte Mal 2000. Boah, Mann. 14? 15? Schreien da so Leute draußen. Kilo. Ich war noch nie so. Ich war schon lange nicht mehr so schlank wie jetzt. Mein Körper verbrennt richtig schnell. Ja, ja, wenn eine Strecke reißt, dann habe ich das gleiche wie meine Mutter mit dem rechten so Fuß. Flexibel am Arbeiten. Dass der. Ist aber auch gut, kann man dann viel mehr essen. Dass bloß kein Gewitter kommt, bloß nicht, ich krieg Angst. Vorhin kam so ein Auto mit Fernlichter reingefahren, ich dachte, es sei Gewitter, das ist so kein Gewitter. Gott sei Dank auch. Vor Gewitter fürchte ich mich meistens immer, wenn es. Weil Gewitter ist. Mama sagt, das war gestern gewesen, wo ich ins Bett war. Ich war gestern 7 Uhr ins Bett gewesen, da war das Wintergewitter gekommen. Wie üblich, Winter. Ich war auch viel schlafen müssen. Heute Morgen von 7 bis halb 10, ich weiß. Ah, das blaue Himmel. Oh, jetzt haben sich die Wolken gedreht. Jetzt kommen die Wolken jetzt von rechts anstatt von links. Die kommen von links, aber die kommen von beide Richtungen, oder was? Mit dem nicht. Situation nicht. Jetzt habe ich wieder diese Bauchschmerzen. Siehst du, Dünndarmfunktionsstörung, Bauchschmerzen, toll. Es gibt mir sowas auf den Zeiger. Das bisschen was. Na, ist nicht leicht, was die Chips vor allen Dingen. Egal, das Schweine. Das ist ein bisschen süß, das ist das eigentlich. Habe ich doch gerade gesagt, die Schweine, die Chips. Nein, wenn jetzt von rechts ein Gewitter kommt, kriege ich Angst. Dann mache ich mich in der Hose. Und das ist kein Scherz. Bitte, es muss kein Gewitter kommen. Ich hatte schon mal Sommermond aufgenommen gehabt mit Stern und da kam ein Gewitter von rechts. Das war scheiße damals. Das war richtig scheiße. Boah, wir kriegen Ärger. Wir kriegen ganz schwer Ärger. Wir laut sind auf dem Balkon, wisst ihr das? Holst du meine Mutter? Dankeschön. Nein. Du redest dich an, bitte. Tu mir das nicht an.